Man glaubt sie, wissen Sie, was reiner Zufall ist? Das ist Blähung. Reiner Zufall ist Emanzipation, Emanzipation. Das ist ja von der Wissenschaft schon längst widerlegt, ne? Reiner Zufall ist. Ja, hör mal, meinst du denn, wenn du 50 oder 60 bist, ist die Hormondrüse versiegt? Dass ich jetzt hier stehe und sie einen erzähle, ne? Ja, komm, meine Frau, ne? Die ist irgendwann mal. Ist sie da auf den Trichter gekommen, da mit dies Emanzipation. Aber ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Da kam die spätabends vom Frauenkegel nach Hause und schmiss die Tür. Boah, hör mal, der ganze Mietsbunker hat geschwankt, ne? Und ich sah schon an dem Gesichtsausdruck von ihrer Fissage, damit sie was nicht stimmte, ne? Ich denk, oh, 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 die hat sich bestimmt verkegelt. Ich sag, Guste, was ist los? Bist du von der Bahn abgerutscht? Hör mal, da platzte aus sie raus wie ein Alien. Und sie sagte, mein Bauch gehört mir. Oder im Klartext, ab heute wird sich die Hausarbeit geteilt. Sie hat lang genug alles geschluckt, ab jetzt wird sie exakt nur noch die Hälfte schlucken. Die andere Hälfte könnte ich selber schlucken. Das wäre Frauenquote, das wäre Emanzipation. Hör mal, erst dachte ich, die wäre schicker, ne? Ich sag, komm her, mein Täubchen. Hauch den Papa mal an, ne? Ja. Aber da hatte ich sie fast schon wieder um den Finger gewickelt, ne? Aber dann besann sie sich auf ihre eigentliche Intention und sagte, du kannst ja dein Täubchen sonst wo hinstecken. Es hat sich ausgeturtelt. Hör mal, und dann schmiss die Tür und ging im Bett, ne? Ich denke, ach, komm, lass dir mal eine Nacht drüber schlafen. Morgen früh ist da Gras drüber gewachsen. Ja, ich komme am nächsten Morgen bei uns in den Frühstücksraum, ne? Setz mich am Tisch. Da steht da nur ein Gedeck. Ich denk, oh, hat die Guste keinen Appetit? Nein? Ja! Hör mal, und fang so genüsslich an zu spachteln, ne? Da kommt die auf einmal um die Ecke geschossen, wie ein Tarantel, und sagt, hol dir deine Brocken selbst, du Pascha. Ab jetzt wäre Schluss mit die Versklavung von sie und ihresgleichen, ne? Hör mal, da war ich doch ein bisschen irritiert, dass sie den Pin vom Vorabend immer noch im Kopf hatte. Ich denk, sag mal, was ist denn mit die Frau passiert? Hat die beim Friseur zu lange unter der Trockenhaube gesessen? Emanzipation, Emanzipation. War das nicht irgendwas aus den 70er Jahren? Das ist ja von der Wissenschaft schon längst widerlegt, ne? Da habe ich mir gedacht, Herbert, weißt du was? Da schlägst du einfach den Patient mit seinen eigenen Waffen. Dann machst du von allem auch nur noch die Hälfte, ne? Ja, und dann bin ich mal selbst mit mir in Klausur gegangen und hab mal so überlegt, Herbert, was machst du eigentlich alles? Wo glauben Sie, wissen Sie, was auch ein ganz großen Trugschluss aus unserer heutigen Zeit ist? Das ist das mit dieser sogenannte Liebe auf den allerersten Blick, ne? Ja, das kennen Sie doch bestimmt auch, dieses Klischee, ne? Man kommt irgendwo rein, also sagen wir jetzt mal Fußballstadion. Ja, und dann steht sie dann da, ne? Und wie von einer Tarantel ferngesteuert, überkommt sie einen hormonellen Schub, an sie dran zu gehen und sie einzuladen, für den Rest des Lebens dabei zu sein, ne? Das ist doch alles Quatsch. Gucken Sie mal, meine Frau, die Guste, die ist mir doch jahrelang gar nicht aufgefallen, ne? Ja, obwohl die versucht hat, sich mit Händen und Füßen bei mir bemerkbar zu machen, ne? Ja, das heißt ja auch, dass die Liebe blind macht, ne? Und meine Frau, die Guste, also, die hat mich richtig blind gemacht. Und wie ich das dann aber gemerkt habe, wie blind ich gewesen bin, ja, da konnte ich sie dann auf einmal sehen, ne? Ja, dann habe ich sie mir erstmal jahrelang bei allen möglichen Gelegenheiten angeguckt, ne? Ja, und irgendwann habe ich mir gesagt, ach, Herbert, weißt du was?
Die anderen sind auch nicht viel besser, ne? Ja, und sie sah das dann wohl aus ihrer weiblichen Perspektive genauso, ne? Ja, und was soll ich Sie sagen? Wir sind noch immer nach all den langen, also sehr langen Jahren ein Paar, ne? Und es gibt heute noch Momente in unserer Partnerschaft, wo wir uns knuffen oder Oma so zärtlich in den Arm nehmen und der eine zu den anderen sagt, ach nee, lass mal, geht's nicht. Ja, das ist Liebe. Entschuldigt, aber ich bin zu Hause gar nicht weggekommen. Ja, wie kam das denn? Ach, ihr kennt doch meinen Mann, den Herbert. Der macht mich nochmal bekloppt mit seinem ständiges Boglobse, Boglobse, Boglobse. Ja, kann ich verstehen. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, kann ich verstehen. Meine Güte, ne. Ach, wenn wir unser wöchentliches Kränzchen nicht hätten, ne. Ja, Huste, hör mal. Apropos, auch einen kleinen Damentröster? Hm? Oh. Wofür soll das denn gut sein? Das hilft drüber weg. Wie, wo drüber denn? Ja, über die fliegende Hitze. Ach, hör mal, Irmchen, gib mal her den Zaubertrank. Mhm. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Zack. Nein, stopp, Frossel. So hab ich es gern. Herr Ostermann, na, wie hätten Sie es denn mal gern? Ja, nu, ich mein, Alkohol macht gefügig. Doch, Sie sind aber auch ein Lustmolch, Herr Ostermann, also. Und wisst ihr, was das Schöne bei euch ist? Sagen Sie mal ruhig, Herr Ostermann. Da kann nichts mehr passieren. Tschüss! Von wegen, da kann nichts mehr passieren. Haben Sie eine Ahnung? Ja, ja. Na, was kann ich euch denn bringen? Wie immer? Also mir ist heute mehr so nach... Herzhaft! Ist ja, gut. Ist Herr gut. Ostermann, haben Sie einen strammen Max? Das will ich wohl meinen. Hat er. Dreimal? Gerne, Herr Ostermann. Alles klar, ich mache mich an der Arbeit. Ja. Tschüss. Der Doofmann, bei uns kann nichts mehr passieren, als wenn sie uns schon dicht gemacht hätten, nicht? Ja, aber typisch die Kerls. Da bist du als Frau mal gerade eine 60, da denken die, der Flöze stillgelegt, nicht? Hör mal, Leute, Folgendes. Ja. Ich krieg den Max nicht stramm. Ach, Herr Ostermann, das ist doch nicht. Noch nie passiert. Herr Ostermann, da machen Sie sich mal keinen Kopf drum. Da gibt es Medikamente gegen. Ja, hoffentlich. Ja, Sahne steif. Herr Ostermann, machen Sie uns einfach ein Spiegelei auf Toast. Ja, ersatzweise? Ja, da sind Sie den größten Druck erstmal los. Alles klar, ich hau eine. Ich hau eine. Mitten in der Nacht wurde ich auf einmal wach, weil ich einen unheimlichen Druck verspürte. Aber jetzt nicht an der Blase. Also ich meine, das passiert mir jede Nacht mehrmals. Nee, sondern so ein Druck am ganzen Körper. So vornehmlich im Brustbereich. Ja, und das strahlte bis in den Arm rein. Ja, und da fiel mir ein, was Sie immer gesagt haben. Wenn du ein Mann bist in einer Risikogruppe von in den 50er und du hast einen unheimlichen Druck auf der Brust und das strahlt bis in den Arm rein und es ist so nachts zwischen 2 und 3, dann sagt die Statistik Herzinfarkt. Ich guck so nach der Uhr. Es war so zwischen 2 und 3. Und ich fühlte mich als Mann satt in den 50er. Da war mir klar, Herbert, die Boten des Todes stehen an deine Pofe. Ich wollte mich von meiner Frau verabschieden. Nee? Ja, da lag die gar nicht mehr an ihre zugewiesene Stelle. Ich denke, oh, bist du schon im Himmel? Ja, aber dann merkte ich auf einmal, dass meine Frau der Druck war, ne? Ja. Ja. Also den Druck ausmachte. Die lag nämlich auf mir drauf und drückte, was das Zeug hielt. Erst habe ich gedacht, die wäre in der Nacht verrutscht oder hätte sich verlegen. Aber dann spürte ich an ihrem sonstigen Verhalten, dass das eindeutig eine Wunschposition von sie war. Ja, hör mal, ich war völlig verdattert. Ein Mann in meiner Position, auf einmal ganz unten. Und wir hatten uns ja auch vor Jahren gütlich geeinigt. Ne? Also so eine Art Nicht-Angriffspakt geschlossen. Ja, und jetzt war der Pakt von Sie einseitig gebrochen worden. Und nicht nur, dass sie auf mir drauf lag und drückte, was das Zeug hielt, sondern es kam auch immer mehr die Feinmotorik ins Spiel.
Handarbeit made in Germany. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Qualitätssiegel hat es immer noch in sich. Also, auf jeden Fall kam durch diese ganze Situation ein lange geglaubtes, verschüttetes Verlangen in mir hoch. Ne? Hör mal, und wir fühlten uns auf einmal wie in den Flitterwochen. Oh, ja, wo das ja auch schon mal einmal passiert war, nicht? Ja, nur, dass damals nicht so viel Masse bewegt werden musste. Ja, vielleicht war man auch einfach nur was stärker, nicht? Ich meine, wer will das heute noch beurteilen? Ja, aber da kannst du mal sehen, gelernt ist gelernt. Nicht? Wenn du das einmal kannst, dann verlernst du das nicht mehr. Das ist wie mit Fahrradfahren oder Schreibmaschine schreiben. Hör mal, da war auf einmal eine Harmonie bei uns zugegen. Oh, wie bei den ganz großen Liebespaare von der Weltliteratur. Romeo und Julia, Cäsar und Kleopatra, Siegfried und Roy, nicht? Hör mal, wir wachten am nächsten Morgen auf und fühlten uns wie neugeboren. Ja, und das in unserem Alter. Aber so ist das eben mit so einem Oldtimer. Der muss mal ab und an auf die Bahn, damit der Vergaser freigeblasen wird. Andererseits ist es, wie der Name schon sagt, ein Oldtimer. Also nichts für den Berufsverkehr, ne? Deswegen wollen wir mal nichts einreißen lassen, ne? Ach, Otzi, komm, setz dich dazu. Ich erzähl grad von der Wiedervereinigung. Ich sag immer, meine Frau und ich, das ist vielleicht eine Truppe. Wir haben schon Abenteuer erlebt ohne Ende, doch. Ohne Ende. Aber ich meine, der Ehrlichkeit halber muss ich schon dabei sagen, ihr habt natürlich nicht nur mit meiner Frau Abenteuer erlebt, sondern auch ohne. Vielleicht war ich nicht ehrlich, als ich dir noch jüngst erzählt, dass ich dir immer treu war. Seitdem hat mich was gequält. Ja, es gab einen Seitensprung, und hiermit gebe ich hinzu. Doch danach gab's nur noch du. Doch danach gab's nur noch du. Ja, es gab eine andere vor nicht allzu langer Zeit. Deine drei jüngeren Schwestern standen gern und oft bereit. Für mich war es rein körperlich, und hiermit gebe ich's nochmal zu. Doch danach gab's nur noch du. Doch danach gab's nur noch du. Guste, komm, verzeih mir, es war nichts dabei. Praktisch gesehen war kaum Leidenschaft dabei. Schafft dabei. Ja, ich traf sie in Brilon, eine Pension nur für uns vier. Alle Mann auf ein Sofa, erweckten sie das Tier in mir. Und du kennst ja deine Schwestern.
ihr seid doch aus dem gleichen Holz. Und deshalb schwamm drüber, was soll's. Deshalb schwamm drüber, was soll's. Buste. Komm, komm, verzeih mir, es war nichts dabei. Dabei praktisch gesehen war kaum Leidenschaft dabei. Schafft dabei. Lieber Guste, ich weiß nicht, ob du mich gerade hören kannst und wo du dich überhaupt aufhalten tust in unserem verrückten Kosmos. Wo ich hier gerade in Köln im E-Werk für uns beide am Anschaffen bin. Aber Guste, glaub mir, für mich gibt es nur eine. Und irgendwann, das schwöre ich dir nackend in der Hand rein, irgendwann werde ich es dir auch mal sagen. Ich war gestern mal mit den Enkeln, mit den Matzel und die Jäckerline auf der Kirmes. Hör mal, da ist aber jetzt noch der Backfisch in der Gedärme am Rotieren. Noch. Hör mal, die Blagen, die haben mich da aber auch auf Apparate draufgeschleppt. Da ging es aber Apollo 13 ein Schiss. Da sollten die mal ihre Kosmonauten drauf trimmen. Noch. Da können sie aber ihre Trainierhalle in Houston, Texas dicht machen. Da kann sich der Cap Kennedy aber schön was anderes für ausdenken. Ich meine, das fing an für sich, fing das alles ganz harmlos an, ne? Ja, wir haben erstmal so künstliche Nahrung aufgenommen. Boah, Zuckerwatte, Popcorn, Bratsapfel. Und dann aber auch direkt mit die volle Plauze in der Geisterbahn, ne? Dann fing der Matzel irgendwann an zu drängeln, weil er auf dies scheiß Hulli-Gulli-Gerät drauf wollte. Aber mein lieber Schwarm, wurde da in so eine Kapsel gezwängt, gegen einen Chips, und dann drehte sich das Dingen, aber wie ein Krups-3-Mix auf allerhöchste Stufe. Aber so, dass du meintest, die Innereien spielen die Reise nach Jerusalem. So nach dem Motto, einer muss raus. Ja. Hör mal, die Blagen waren sie am Kaputtlachen. Und ich wollte einen Priester kommen lassen. So. Und dann der Leiter da von den scheiß Hulli-Gulli immer mit seinen Drohungen, nicht? Hui! Jetzt legen wir noch mal einen Zahn zu. Jetzt komm nicht ganz, Dicke. Fang dann zu beten. Ich denke, Kollege, wenn ich hier jemals wieder lebend aus den Hexenkessel rauskommen sollte, dann setze ich dich aber höchstpersönlich auf deinen eigenen Hulli-Gulli-Entsafter. Da kannst du aber anschließend in eine Geisterbahn als Kinderschreck auftreten. Nur. Mann, weißt du, ja, ist doch wahr. Hör mal. Und dann die ganzen anderen Apparillos, wo die Blagen mich da drauf gezerrt haben. Mann, die haben mich so bekloppt gemacht, dass ich heute schon gar nicht mehr weiß, auf was ich da alles drauf gewesen bin, ne? Naja, was mich zum Schluss dann so ein bisschen versöhnt hat, war, dass die Enkel mir von ihr eigenes Erspartes bei unserem Abgang von der Kirmes ein Lebkuchenherz abgeschossen hatten. Ja, das war so ein Herz mit so einer ganz anrührende Gravitation drin. Für Opa, ne, also. Ich schoss den Teddy, dabei hatte ich auf die Hose gezielt. Ich schoss den Teddy, dabei hatte ich auf die Hose gezielt. Immer wenn hier Rummel ist, laufen mir die Enkeln heiß. Dann heißt es,
Opa, hol die Märkskes raus. Für Popscorn und so'n Scheiß. Ja, für Popscorn und so'n Scheiß. Streng genommen gibt es ja heutzutage auch nur noch zwei Spezies von Kindern. Der eine Spezies ist der, der immer nur vor seinem Computer hängt oder vor seinem Handy und langsam aber sicher Schädelfraß kriegt. Und der andere Spezies ist der, wo die Eltern von denen sagen, um Himmels Willen bloß kein Schädelfraß für mein Kind. Und dann versuchen die den durch mannigfaltigste Freizeitangebote vom Computer wegzulocken, um den seine Schädelmasse in Bewegung zu halten. Ja, man weiß ja aus Forschung und Technik, der hat gerade so ein Kleinkindhirn, der ja erstmal leer ist. Nee, das ist ja wie bei so einem Computer, wenn Sie den kaufen. Der ist ja auch erstmal leer. Da muss ja erstmal Software drauf. Sonst ist so ein Computer ja, was weiß ich, ein Möbelstück, ne? Oder ein Accessoire. Und damit so ein Kind nicht zu einem Accessoire verkommt, braucht das auch Software. Ja, weil wenn er jetzt immer nur SMS verschickt, ne, wie bin grad Bus, kommst du Kino, Film voll fett. Ja, da wachsen bei dir nicht diese Synapsen zusammen, ne? Ja, manchmal bin ich auch immer wieder erstaunt über mein detailliertes Fachwissen, ne? Wo ich denke, oh, Herbert, wo hast du den denn auf einmal hergeholt? Hey? Naja, auf jeden Fall, damit die Omme von den Sprösslingen auf Vordermann kommt, melden die Eltern den erstmal zum Klavierunterricht an. Ja, in der Hoffnung, dass die Klassiker bei dem was zünden. In der Schule dann Theater AG, Kunst AG und als Ausgleich Sport. Aber besonderen Sport. Ne? Volleyball, Fechten, Hockey, Selbstverteidigung für die Mädchen. Jetzt ist das Problem nur, dass so ein Klavierlehrer oder so eine Hockeymannschaft, dass die nicht mal eben um die Ecke wohnen, wie so eine vernünftige Fußballmannschaft. Und dann geht die Rumorganisiererei los, die Blagen von Pontius nach Pilatius zu karren. Ne? Ja, wir haben bei uns im entfernteren Bekanntenkreis auch eine Familie mit 4 Kindern, wo die Eltern ganz viel Wert auf die Omme von ihren Sprösslingen legen. Aber wenn die am Planen und Organisieren sind, wer wen wann wo abholt und wohin bringt und zwischendurch wo absetzt, da müssen sie sich mal beistellen. Das ist wie bei der Fahrplanplanungsstelle von der Deutschen Bundesbahn. Aber da werden sie bescheuert. Dann sagt sie, die Sigrid, so heißt sie, sagt dann zu ihm, den Ansgar, du Ansgar, könntest du um 14 Uhr die Annalea zum Klavier fahren, dann könntest du auch anschließend den Paul Kevin von Volleyball zum Fechten fahren und auf dem Weg dahin den Großvater beim Seniorentanz absetzen. Dann könnte ich nämlich die Kimberly zum Ballett fahren und anschließend, wenn ich mit meinem Töpferkurs fertig bin, könnte ich den Tibor von der Kindergymnastik zum Schwimmen bringen. Nee? Dann sagt er, der Ansgar und die Sigrid, das passt mir heute überhaupt nicht, weil ich habe nach meinem Meditationskurs noch einen Außentermin. Also da würde ich lieber die Kimberly zum Schwimmen fahren und den Großvater zum Ballett. Dann könntest du doch den Tibor statt zur Kindergymnastik zum Töpferkurs fahren und dann mit dem Paul Kevin zum Klavierlehrer und denen sagen, dass die Annalea heute nicht kommt. Weil sie beim Seniorentanz ist. Boah, hör mal. Wenn du da 30 Sekunden nebengestanden hast, dann denkst du dir, nee, komm, dann lieber SMS verschicken und doof sterben, ne? Wissen Sie, wer jetzt auf Vormarsch ist? Die Roboter. Ja, ich meine, in Fabriken, in den Produktionsabläufen gibt es die ja schon lange. Ne? Das ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr so, dass ein Auto nur von einem Mensch zusammengeschraubt wird. Ne? Die meisten Sachen werden da von speziellen Robotern gemacht, denen das nichts ausmacht. Den ganzen Tag so ein Fiesta oder Corsa zusammenzunageln. Ne? Ja, wo mancher Arbeiter irgendwann den Kaffee auf hätte und sich einem weiteren Fiesta verweigern würde, da ist der Roboter aus anderem Holz gestrickt. Ne? Und jetzt halten diese Roboter aber auch Einzug im Haushalt immer mehr. Also jetzt nicht bei uns direkt. Ne? Ich meine, was soll ich als verheirateter Mann mit dem Roboter? Ne? Ich meine, ja Leute, wofür hat man sich denn das Ja-Wort gegeben? Ne? Also, ach, jetzt war ich aber, also, ne? Jetzt war ich aber die Tage bei einem
alleinstehenden Kollege zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ja, und ich kam bei ihm in die Hütte und nach so ein paar Schritte sehe ich, dass ich in der Wohnung so eine Dreckspur hinterlassen hatte. Ich sag zu den Heinz Schäfer, Heinz, gib mal einen Handfeger. Ich verteile das so ein bisschen, ne? Dann fällt das nicht so auf. Ja, da grinste der Heinz und sagte, Herbert, das mit dem Handfeger, lass mal. Ich stell dir lieber mal meinen neuen Freund vor, den Erwin. Ich denk, oh, guck an. Der Heinz in sein einsames Schäferdasein, ne? Hat doch noch Anschluss gefunden. Mein Gott, warum nicht ein Mann, ne? Ja, nu, hab ich in der letzten Zeit auch schon mal öfter überlegt. Als Option, ne? Ja, weil die Schnittmengen von Interessen doch größer sind. Fußball, Saufen, Weiber, ne? Ja, in jedem Fall hörte ich so ein Brummen und dann kam er um die Ecke und war direkt am Saugen, der neue Freund vom Heinz, ne? Ja, da hatte der Heinz sich so einen Staubsaugerroboter zugelegt. Aber da war ich von den Socken. Und der Heinz erzählte ganz begeistert von ihm, was der alles schaffen wird. Manchmal wird er sich mit einer Flasche Bier auf den Sofa setzen, also der Heinz, und wird dem Erwin einfach nur beim Saugen zugucken, ne? Ich sag, Heinz, das ist bei mir zu Hause auch nicht anders, ne? Ja. Ja, nur, dass bei mir der Erwin Guste heißt, ne? Da meinte er, sein Erwin wird aber bei der Arbeit nicht meckern. Ich sag, Heinz, 1:0 für Erwin, ne? Dann haben wir uns hingesetzt am Kaffeetisch und der Heinz fing an, über seine Hüftoperation und die Reha zu erzählen. Hört mal, hochinteressanter Gesprächsstoff. Ja, und der Heinz kam so richtig im Redefluss. Ich hatte aber nur Augen für den Erwin. Also das war schon faszinierend, wie der seine Runden zog. Ja, dann habe ich ihn mal selber so ein bisschen getestet. Erstmal so mit Papierschnitzel von der Serviette, ne, war aber kein Problem. Ja, und dann hatte der Heinz so eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Von Koppenrad und Wiese, ne? Und dann habe ich erst so ein paar Krümelchen auf den Boden fallen lassen. Da ist er auch noch gut mit fertig geworden. Aber mit einem größeren Stück, mit Sahne, da hat er schon zu kämpfen gehabt, ne? Und nachdem ich ihm das vierte Stück serviert hatte, ging dem Erwin die Puste aus. Hör mal, da ist er über dem Teppich zusammengebrochen, ne? Cholesterinschaden, ja. Und da muss ich sagen, 1:1 für meine Frau, ne? Also, die Guste hätte nach dem vierten Stück erst richtig Appetit gekriegt, ne? Ja, ach oh. Aber der Heinz meinte, das wäre mit dem Erwin also nicht tragisch. Den könnt ihr einschicken. Da wäre noch Garantie drauf, ne? Ja, und da muss ich sagen, 2:1 für Erwin, ne? Tschüss. Wo glaubst du, wenn ich manchmal durch die Gegend gehe, geh ich kaputt an das, was ich da in der Gegend sehe. Ich hätte den Herbert bis jetzt etwa schon da, wo früher in der Vergangenheit die Zukunft war. Denn um mich rum, da sind Klamotten, die ich eigentlich nicht mehr schnalle. Und das geht nicht nur mir so, sondern praktisch alle, zumindest alle, die ungefähr so alt sind wie ich, finden diese Klamotten unverständlich. Ich fühle mich wie ausgesetzt in eine fremde Welt. Und kein Arsch interessiert, ob mir das überhaupt gefällt. Das bin ich Teil von einem Experiment, wo das Ergebnis noch keiner kennt. Wo glaubst du, nimm zum Beispiel mal so ein Ticketautomat. Und zwar ganz konkret einen von der Bundesbahn. Mit so einem Bildschirm, wo du erstmal dran packen musst. Da ist meistens für mich vom Verständnis schon mal Schluss. Mensch, früher, da hattest du da so einen Schalter stehen. Da konntest du mit deinem Kleingeld an den Schalter gehen. Da sagtest du, hör mal, Meister, einmal bist du mir nach Haus. Und dann rückte der die Fahrkarte raus. Ich fühle mich wie ausgesetzt
in eine fremde Welt. Und kein Arsch interessiert, jo, ob mir das überhaupt gefällt. Bin ich Teil, be a part von einem Experiment, wo das Ergebnis noch keiner kennt. Internet, Surfen, E-Mails, Chat, Flatrate, digitales Wasserbett, WLAN, Bluetooth, Infrarot, und für jeden Zugriff brauchst du deinen Code. Ich fühle mich wie ausgesetzt in eine fremde Welt. Jo. Und kein Arsch interessiert, ob mir das überhaupt gefällt. Bin ich Teil, be a part von einem Experiment, wo das Ergebnis noch keiner kennt. Und das Fazit von das ganze Lied ist, ich mach da einfach nicht mehr mit. Ich bleib mit meinem Arsch schön zu Hause. Und jetzt ist erstmal Pause. Letzten Mittwoch stand ich unter der Dusche. Mittwochs ist ja immer mein fester Duschdach. Hey? Ja komm, wenn Champions League ist, da lege ich schon Wert auf gepflegtes Aussehen. Ne? Auf jeden Fall, ich war gerade dabei, mir so den Kopf einzuschamponieren und denk noch so bei der Champonage, boah mal, was ist das denn heute so speckig? Ne? Da hatte ich die Kappe noch auf. Da habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Ich meine, jetzt war die Kappe mal richtig gewaschen, dafür aber auch kletschenass. Ja, und ich musste unbedingt noch vor der Tür ein paar Besorgungen besorgen. Wollte mich in die Siedlung aber jetzt nicht mit feuchte Kappe zeigen. Nee, also komm, ein bisschen Respekt vor sich selbst hat man ja dann doch noch. Da habe ich versucht, die Kappe trocken zu föhnen. Und um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, habe ich den Föhn so in die Kappe reingehalten. Hör mal auf, einmal kommt da Feuer aus die Kappe. Nee? Ich denke, oh, mal gut, dass die Kappe nicht noch aufhattest, ne? Sonst hätte dir hier noch die Omme gegrillt, ne? Hör mal, und auf einmal macht da Peng oder Puff. Ich kann mich nicht mehr genau an das Geräusch erinnern. Und da kam da Qualm aus den Föhn und aus die Kappe so ein bestialischer Gestank. Naja, auf jeden Fall war der Föhn offensichtlich im Arsch, ne? Ja, jetzt bin ich losgezogen und wollte den reparieren lassen. Ja, wir haben da bei uns ein paar Straßen weiter noch so ein alteingesessenes Elektrofachgeschäft. Ja, ich habe den Föhn also auf den Tresen gelegt und da sagte der Verkäufer schon mit so einem geringschätzigen Blick, da haben sie aber ein Schätzchen mitgebracht. Was hat er denn? Ich sag, ja, der hat irgendwann Peng oder Puff gemacht und dann war Feierabend, ne? Da sagte er, Peng oder Puff wäre egal, der wäre im Arsch, ne? Da wird man doch schon riechen. Ich sag, nee, das ist meine Kappe, ne? Ja, da sagte er auf jeden Fall, reparieren lohnt sich nicht. Das wird dreimal so teuer wie ein neuer. Hör mal, und auf so Sprüche kann ich ja, ne? Hör mal, da bin ich ein ganz großen Freund von, weißt du? Von der Propagierung von der Wegwerfgesellschaft. Hör mal, damit wollen sie uns doch nur das Geld aus der Tasche ziehen, die Konzerne, um noch mehr Profit zu machen. Ne? Und wer denkt an die Umwelt und an die ganze Verklappung von den Elektroschrott in Afrika? Das hat doch mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, hör mal, und da bin ich da richtig heiß gelaufen in dem Laden, wie mein Föhn. Und dann hab ich mir den Verkäufer zur Brust genommen. Ich sag, hör mal zu, du Handlanger, du Büttel, du Marionette des elektromonopolistischen Großkapitals. So nicht. Der Föhn wird repariert, koste es, was es wolle. Jawohl. Ja, was soll ich sagen? 90 Euro hat die Reparatur gekostet. Für 30 hätte ich 9 gekriegt, ne? Ja, aber jetzt mal hier unter uns, Leute. Was soll ich denn mit 3 neue Föhns? Ne? Aber das ist Kapitalismus. Ne, hier, balla balla. Die Bonzen saugen die Arbeitslosen aus, wie ein Vampir sein angedrohte Frau. Die melken uns, bis nichts mehr kommt. Ich merk das ganz genau. Oh yeah. Ruhrgebiet, du bist ein Riesen.
hier läuft vieles um die Gleise aus. Und man schießt auch verkehrt. Ja, und jetzt hatte ich aber die Tage, ich weiß auch nicht, hatte ich so akut Blasenprobleme. Nein? Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte so eine Überdosis Granofink genommen. Auf jeden Fall, es kam nichts mehr raus. Nein? Ja, und jetzt habe ich bei den Google, habe ich eingegeben, Blasenprobleme. Nein? Ja, da hat ja auch direkt ganz viele Treffer, so sagt man ja im Fachjargon, gelandet. Und einen fand ich besonders interessant, weil da wollten sie erst mal wissen, ob ich auch schon 18 bin. Nein? Ja, habe ich natürlich ja gesagt, weil ich bin ja schon viel älter als 18. Ja, da muss ich da noch auf den Enter drauf drücken. Hör mal, da macht der Google die Seite auf. Und dann sah ich aber direkt, dass der Google wohl unter Blasenprobleme ganz was anderes verstanden hatte als wie ich. Ne? Hör mal. Ja. Die Kandidaten und Kandidatinnen, die da zum Vorschein kamen, die hatten mit Blasen aber überhaupt keine Probleme, nicht? Also ganz im Gegenteil. Freunde der Blasmusik. Ja, da war ich auf so eine Sexseite gelandet, wo meine Frau mich bei dem Kauf von dem Computer immer noch vorgewarnt hatte und gesagt hatte, Herbert, und tu mir einen Gefallen, geh bloß nicht auf eine Sexseite. Ich mach kein E-Mail-Schicken oder mit Mäuse klicken an so'n Computerbildschirm. Kommt together, organisiert euch, ohne Strom. Zack, direkt auf die nächste Sechsseite. Ja, und da blieb ich dann aber schon einen Moment hängen, weil ja, das war schon interessant zu sehen, was sie auf dem Sektor in den letzten Jahrzehnten so alles getan hatte, ne? Ja, hör mal, Leute, da waren Sachen bei, die kannte ich gar nicht aus unseren Flitterwochen, ne? Und man muss dazu sagen, dass meine Frau und ich für damalige Verhältnisse durchaus ein aufgeschlossenes, fortschrittliches Paar gewesen sind. Hör mal, wir haben damals schon Sachen ausprobiert, die sich viele andere gar nicht getraut haben. Zum Beispiel mit Licht an. Nee? Ja, obwohl... Ja, obwohl, da hatten wir uns damals an für sich beide keinen Gefallen mitgetan, ne? Ja, mein Gott. Man stellt sich in der Fantasie vieles anders vor, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, Herbert, wie kommst du jetzt aus dem scheiß Blasenbereich wieder raus, ne? Hör mal, ich immer weiter geklickt, aber von einer Sechsseite auf die nächste. Irgendwann habe ich völlig entnervt, nach 4 bis 5 Stunden die Kiste ausgemacht und bin im Bett gegangen. Hör mal, was ich aber nicht wusste, war, dass der Google, der Sauhund, sich das alles merkt, wo er mal mit einem gewesen ist. Und dass man nur den Anfangsbuchstabe eintippen muss, um wieder da zu landen, wo man vorher war. Ja, was passiert? Am nächsten Morgen geht meine Frau an den Computer und will Blutdruck eingeben. Ja, weil ich morgens mit so einer hochrote Bombe wach geworden war. Komm hey? Mal, und wie die das B von den Blutdruck eintippt, landet die wieder mittenmang in den Blasenbereich. Nicht? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, so einen angeregten, aktiven, mitunter schon fast sportiven Vormittag haben wir auch schon lange nicht mehr miteinander verbracht. Was wollt Ampere um? Organisiert euch! Was ist jetzt los, immer? Sag mal, was ist das denn jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Guck mal hier, ja. Ich habe auch überhaupt keine Energie auf den Prängel hier. Da. Ist klar. Wo ist denn der Strom abgeblieben? Ist klar. Ist vom Hausmeister die Olle vom Fahrrad gefallen, oder was? Weiß doch wohl nicht. Mann, war, Mann, oder? Mann! Hör mal, Herbert, das hast du jetzt davon, du. Ohne Strom, doch, wie soll das denn funktionieren? Jetzt fallt ihr mir noch im Rücken, ja. Nutzt ihr das?
Das sind doch Stromgitarren! Ja, meinst du, das sehe ich nicht selbst, dass das eine Stromgitarre ist? Du Karl Faktor, du das! Mann! Weißt du was, ich würde mal sagen, man kann es aber auch herbeireden. Ach ja! Ja. Feine Kollegen wurden hier zur Seite gestellt. Was? Ihr seid doch Büttel der Strombarone von Rhein und Ruhr, seid ihr doch. Was? Ihr seid doch Handlanger der Atomindustrie, doch. Das ist der Gipfel. Ja, hier doch. Was ohne Strom. Steckt euch euren Strom da in den Arsch rein, doch. Das machen wir auch. Die A2 Richtung am Üntrop, da könnt ihr euch einen verplätten lassen, doch. Glaubst du, der Tag, der fängt ja super an, doch. Mann, 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 doch. Da fängt ja schon mal super an mit dem Tag, doch. Da ist mir der Rest vom Tag aber direkt schon verhagelt, doch. Rudi, ich brauch dich, es geht um Leben und Tod. Vor allem um unsere Auslegware. Rudi! Sag mal, wieso ist denn hier kein Schwein? Rudi! Ach, guck an. Da steht ja noch mal schwarz auf weiß. Borussia schon wieder 0-3 verloren. Das sollte der DFB mal einführen, doch. Dass jede Mannschaft nur noch zu Hause spielt. Ja, nu, das wäre für alle Beteiligten das Beste. Herbert, was bist du denn so am Bölken hier? Ja, was bist du denn so am Bölken? Hast du das noch nicht gelesen? Nee, was? Ja, die Borussia hat schon wieder auswärts verloren. Ach nee. Rudi, ich sag dir das. Die Borussia braucht einfach ihren einheimischen Rasen. In der Fremde finden die sich nicht zurecht. Nee. Das ist genauso, als wenn du deine Bude in der Mongolei verpflanzen müsstest. Rudi, das wird dir auch in die Hose gehen, du. Wieso sollte ich denn jetzt eine Bude in der Mongolei aufmachen? Mein Gott, ne, Rudi, das war doch nur ein Beispiel. Aber das war aber ein Scheißbeispiel. Ach, schon nicht. Obwohl, im Prinzip habe ich doch eine Bude in der Mongolei. Die ganzen verkaterten Schlitzaugen, die sich hier jeden Morgen herschleppen. Guck dich doch mal an! Was? Ich meine, guck dich mal um! Hör mal, Rudi, ich sehe hier keine verkaterten Schlitzaugen. Sag mal, Rudi, kann das sein, dass du mich damit meinst? Mit den verkaterten Schlitzaugen? Rudi, kann das hinkommen? Wolltest du was kaufen oder was? Ach ja, sicher. Sag mal, hast du irgend so ein Kit in deine Baumarktabteilung? Kit? Ja, die Guste wollte, dass ich dir so ein Bild im Bad anbohre, ne? Weißt du, hier sitzen auch Männer, Ausrufungszeichen, ne? Ich sag dir, die Weiber, die kommen auf Klöpse, doch. Das hat die sich da garantiert in ihre Stillgruppe oder was das ist ausgedacht, ne? Ja, und dann hab ich beim Anbringen mit den Hilti irgendeine scheiß Wasserleitung erwischt und gezuppt das da raus, ne? Was? Das Wasser ist seitdem da am Rauslaufen. Nee, nee, die Guste hat den Daumen drauf. Ach. Nee, aber... Ja. Jetzt steckt sie da und wartet, bis ich mit meiner Abhilfe komme. Ja, nee. Aber wieso habt ihr denn das Wasser nicht abgestellt? Ach, wieso habt ihr das Wasser nicht abgestellt, Rudi? Da kam die Guste doch nicht dran. Überleg doch mal. Dazu hätte die den Daumen doch aus dem Loch wieder rausziehen müssen. Und dann wäre der Strahl doch direkt wieder auf den neuen Klovorleger drauf. Weswegen sie doch auch das Bild wollte. Also, mehr geht's wegen meinen Strahl, ne? Was? Triffst du nicht mehr? Triffst du nicht mehr, du? Dann mach dir mal keine Sorgen. Dir piss ich aber noch jede Pulle einzeln aus dem Regal. Oi, 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 oi. Ja. Oi. Naja, aber manchmal reißt in die Altersgeschäfte eben so ein gewisser Schlendrian ein, ne? Und ich meine, Rudi, guck mal, da müssen wir uns doch beide nichts mehr vormachen. Der Pinkelvorgang an sich, der ist ja auch nicht mehr so aufregend wie früher. Nee. Als man noch ein junger Mann war, ja. Weißt du, wo man noch mal geguckt hat, was für Entfernungen man mit seinem Pipi zurücklegen konnte, doch. Jo. Und Rudi, ich sag dir, ich koll ne Elster vom Ast holen, doch. Sonndruck hatte ich. Ja, das hat die Guste seiner Zeit damals auch schwer imponiert. Ja, so ändern sich die Zeiten in der Partnerschaft. Rudi, sag mal, eine ganz persönliche Frage. Ja, was ist?
Siehst du eigentlich deinen Strahl noch mit deinen eigenen Augen? Doch, doch, ist doch. Das brauche ich nicht. Ich mach das nach. Moment, das brauche ich nicht. Ich mach das nach Gehör, Schüssel oder Vorleger, das klingt doch ganz anders. Ach, Rudi! Rudi, jetzt hab ich doch nicht so, ja, nee, ja. Nee, also nicht so, nicht so. Rudi, ne? Komm, nicht so heute ich hier. Meine doch nur gut. Rudi, es ist doch nicht unwichtig, dass man im Alter auch mal die Farbe kontrolliert. Oder den Krümmungswinkel, ne? Was ja auch eine ganz unangenehme Form von Schmerzen ist, die aber jetzt nicht so weit verbreitet ist wie Zahnschmerzen, weil sie nicht so populär ist, das ist Blähungen. Aber nicht, wenn du mal irgendwo einen Pups lassen musst. Nee, komm, das gehört ja praktisch zum Alltagsgeschäft mit dazu. Nee, ich meine richtig harte Blähungen, also verbunden mit regelrechten Koliken, ne? Ich sag's dir, die Tage, da war es bei mir wieder so weit. Ich hatte wirklich, ungelogen, ich hatte den ganzen Körper voll mit Abgasen, ne? Also, ich meine, ich neige tendenziell seit Kindheit auf schon immer zu Blähungen. Aber was da in mir geschossen wurde, das wäre ein Fall für die Genfer Konventionen gewesen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, woran das lag. Wir hatten keine Hülsenfrüchte im Haus oder Zwiebeln. Das kam wie aus heiterem Himmel. Ich meine, das wäre ja jetzt auch weiter nicht schlimm gewesen, ne? Weil zu Hause kann man sich ja ganz gut den einen oder anderen gehen lassen, ne? Ich meine, sicher, ist höchstens für die Partnerin ein bisschen unangenehm, aber komm, man hat ja immer noch einen Balkon, ne? Wo man sie im Notfall draufschicken kann, ne? Ja, ist doch wahr, ist doch wahr. Ja, jetzt waren wir zu allem Übel aber auch noch eingeladen gewesen zum Geburtstagskaffee trinken bei den Zervons, ne? Ich sag, Gusse, ich kann in meinem Zustand nicht unter das Volk. Du siehst doch, was in mir los ist. Was meinst du, wie schnell die den Kaffee aufhaben? Dann sitzt ja Opa Zervon da allein in meinem Mief und ist ganz traurig, ne? Ja, aber die Gusse ließ natürlich nicht locker. Ich könnte mal an mich halten. Und wenn ich jetzt wieder nicht mitkäme, wäre das doch ein regelrechten Affront gegen den ollen Zervon, ne? Ja, was sollte ich machen? Da muss ich den Arsch zusammenkneifen, aber leichter gesagt als getan. Hör mal, schon auf die Hinfahrt, da hab ich gelitten wie so ein verstopften Vergaser. Also, da hab ich mir das erste Mal in meinem Leben gewünscht, in einem Cabriolet zu sitzen, ne? Und ich glaube, die Guste tat dann auch schon langsam leid, mich überredet zu haben, ne? Wenn sich da im Auto einer eine Zarette angesteckt hätte, hör mal, wir wären hochgegangen, ne? Bei die Zervons angekommen, da ging das direkt mit die nächste Kolik los. Hör mal, ich hab mich gekrümmt wie so ein Klappmesser, ne? Aber hab mir nichts anmerken lassen, ne? Ja, immer, wenn mal so eine Druckwelle im Entstehen war, hab ich mir schon mal so die Schuhe zugemacht, ne? Obwohl sie gar nicht auf waren. Oder ständig so Sachen aufgehoben, die ich vorher vorsichtshalber hatte fallen lassen. Bis die Frau Zervon irgendwann sagte, hören Sie mal, Herr Herbert, was ist denn mit Sie los? Sie lassen ja alles fallen, ne? Ja, aber konnte sie machen, was sie wollte. Irgendwann rutschte mal einer mit raus. Und es dauerte nicht lange, da klagten die ersten Gäste über Kopfschmerzen und Übelkeit, ne? Ja, die Zervons hatten doch keinen Balkon, wo die Opfer mal Asyl drauf finden konnten, ne? Ja, da blieb uns nichts anderes übrig, als uns dann Stickum zu verdünnisieren, ne? Weil sich zusehends das Gerücht verbreitete, dass ich wohl das faule Ei im Raum wäre, ne? Hör mal, und im Aufzug, da kam dann der Befreiungsschlag, ne? Hör mal, den hab ich eine Stinkbombe in den Schacht gesetzt. Da werden noch die Kinder der Mieter von schwärmen. Aber danach war gut, ich sage es wieder. Wo glaubst du, ich sag sie, ich hab einen Tag hinter mir. Hör mal, der war drehbuchreif gewesen für einen Katastrophenfilm. Ja, sowas wie Stirb langsam, Teil 3, ne? Aber nicht mit Brutze Willi, sondern ich als ihn, ne? Ja, und zwar folgendes geschah. Ich hatte mir einen Kessel mit heißes Wasser aufgesetzt, um das heiß zu kriegen, ne? Ja, und um die Wartezeit bis dahin einigermaßen sinnvoll zu überbrücken, habe ich mir gedacht, oh komm, Herbert,
gehst du noch mal eben um Sprung am Klo. Ne? Ja, und aus so einer alten Gewohnheit heraus schließe ich von innen die Klotür ab. Ich hatte gerade auf der Keramik Platz genommen. Da sehe ich im Prinzip unmittelbar vor die Schleusenöffnung, dass meine Frau vergessen hatte, frisches Klopapier nachzufüllen. Ja, ich aufgestanden, wollte Neues aus der Vorratskammer holen. Ja, jetzt stand ich aber wohl schon so unter Druck, dass ich regelrecht Probleme kriegte beim Aufschließen von der Klotür mit meiner Feinmotorik. Was passiert? Der Gau. Der größte anzunehmende Unfall. Der Schlüssel von der Reaktortür bricht ab. Ja, Materialermüdung, ne? Jetzt stand ich da, die Buchse auf 7:30 und war am Rumfummeln, ne? Ich wollte ihn natürlich aus dem Loch kriegen, den Scheiß. Scheiß aus Schlüssel. In dem Moment fängt der Kessel an zu pfeifen. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Jetzt ist das Wasser heiß und du kannst es nicht genießen. Ich in meiner Verzweiflung nach meiner Frau gerufen. Ja, aber da fiel mir schon beim zweiten Rufen ein, dass die gar nicht zu Hause war. Ne? Dass die, ja, dass die für ein paar Tage verreist war. Da hätte ich Blödmann mich gar nicht einschließen müssen. Ne? Naja, auf jeden Fall wurde der Druck auf den Kessel immer größer und auf meine Schläuche auch. Ne? Hör mal, und mir blieb nur noch eins, die Flucht nach vorne. Beziehungsweise ab nach hinten durch ihr Klofenster, raus auf den Balkon und dann erstmal weiter gucken. Nachdem ich mich einigermaßen erfolgreich durch mein Klofenster nach draußen gezwängt hatte und auf dem Balkon stand, sah ich, dass Gott sei Dank das Wohnzimmerfenster auf Kipp stand. Und da ich ja ein großer Fan bin von der Sendung Die Kriminalpolizei rät, wusste ich, wie man da einsteigt. Ne? Ja, hör mal, ich kam gerade noch rechtzeitig, um den bereits glühenden Kessel vom Herd zu ziehen. In der Küche sah es aus wie eine Dampfsauna. Ich denke, so, Herbert, jetzt aber ab nach dem Lokus. Was war? Die Tür war zu, ne? Ja, hör mal, jetzt hab ich. Komm. Jetzt habe ich in allerhöchster Not mit dem Ersatzschlüssel den abgebrochenen rausgedrückt und die Tür aufgekriegt. Ich wollte mich gerade wieder setzen, da schildert. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, mich holen sie ab. Ich mache die Tür auf, da wollen sie mich wirklich abholen. Ja, da steht da Polizei, ne? Da haben mich wohl irgendwelche schwindelige Nachbarn beobachtet, wie ich mich durch mein Klofenster befreit hatte, ne? Und haben gedacht, ich wollte selber bei mir einbrechen. Die Arschgeigen, die, ne? Auf jeden Fall sagten die von der Polizei, Hände hoch. Ich sag, das geht nicht. Ich muss die Buchse festhalten. Da sagten die, keine falsche Bewegung, Freundchen, oder es knallt. Ich sag, Jungs, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Und erschrickt nicht, wenn es bei mir gleich knallt. Ihr habt das Gefühl, da löst sich jeden Moment ein Schuss. Ja, nachdem ich dann einigermaßen einleuchtend meine Situation darstellen konnte, sind die Grünen dann abgezogen, ne? Ja, und ich habe auch erstmal einen abgezogen, aber diesmal bei weit offenstehender Klotür. Hör mal. Ich hab grad wieder die Rosette auf der Schüssel platziert. Da kommt meine Frau aus dem Urlaub wieder. Ha, ich sag, Buste, du kommst gerade richtig. Bring mal eine Rolle Klopapier. You are so beautiful. To me. You are so beautiful to me. Can't you see? You everything I hope for. You everything I need. You are so beautiful. Was haben Sie denn alles im Angebot? Die heißeste Nummer der Welt. Holla, 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 holla. 001357.
Ach, das ist wieder so was Auswärtiges, weißt du? Da bist du noch nicht mal bei der Regierung, da hast du schon eine Latte voll Schulden. Patti! Was ist das? Was ist das hier? Patti-Line für junge Leute. Das ist ja sowieso nichts für mich. Rosa Telefon. Nee, hab ich ja auch nicht. Ah, guck an, hier. Da haben sie was Interessantes. Hier, so unterschiedliche Kategorien, ne? Für Frauen und Männer von 18 bis zu 20 Jahre. Das ist ja praktisch eine F-Jugend. Für Frauen und Männer von 20 bis zu 30 Jahre. Für Frauen und Männer von 30 bis zu 40 Jahre. Ja, und dann? Ja, sag mal, wieso hören die Anzeige da jetzt auf? Das würde mich aber mal interessieren. Das würde mich aber mal brennend interessieren. Wenn man das gibt es doch wohl nicht. Da bist du im Leben mal gerade in eine zweite Halbzeit angekommen. Da wirst du gar nicht mehr aufgestellt, ne? Ja. Als als wenn du da gar nichts mehr am Hut hättest mit, ne? Ja, hör mal, meinst du denn, wenn du 50 oder 60 bist, ist die Hormondrüse versiegt? Das ist doch von Wissenschaftlern, ne? Schon selbst bewiesen worden, dass der Körper auch noch in hohem Alter zu Sex zu gebrauchen ist, ne? Ja, zum Beispiel bei mir, funktioniert denn alles? Ist denn alles in Schuss? Ja, was denn? Wenn ich damit morgen jetzt zum TÜV müsste, ne? Ja, hör mal, die würden mir aber mit Kussant die Plakette draufkleben, ne? Aber... Ja. Ja. Aber... Da hast du es wieder, ne? Ab ein gewisses Alter bist du für manche Leute gar nicht mehr an Existieren dran, ne? Ja, hier, wie bei diesem Sex da. Meinst du denn, ich habe kein Verlangen nach Bedürfnissen von den Eros? Das sag ich aber hier vor versammelte Mannschaft. Ja, und was ist, wenn ich jetzt jung wäre, ne? Ja, da würden sie alle sagen, oh, da ist aber ein rattenscharfen Playboy, ne? Und im Alter, da darfst du gar nicht erzählen, dass du für Sex bist. Da musst du nur aufpassen, dass sie dich nicht als Schwein verurteilen. Mann, wer hat denn die Kaufkraft für die ganzen Artikel? Wer hat sie denn? Ja. Ja. Genau. Genau. Ne? Da sollen sie sich mal ihre Gedanken drüber machen, ne? Diese Unsereins bewerben. Mann, hier in so Prospekte. Da siehst du doch nur so aalglatte. Meinst du, da ist mal einer mit bei, mit so eine richtig stramme Falte im Balch? Ja, ich mein sicher, ne? Der will das heutzutage auch schon noch sehen, ne? Aber was mich interessieren würde, ne, das ist, wie das mal aussehen tät, wenn sie mal alles ganz andersrum aufziehen würden, ne? Weißt du, wie ich mein? Wenn sie die jungen Dinger, wenn sie die mal auf Rentner abrichten täten, ne? Das wäre ja nur eine Idee, ne? Aber ich habe ja sowieso ein Faible für reifere Damen. Ja, auch für meine Frau, ne? Ach, immer Leute, es gibt Abende, da stehe ich auf der Bühne und denke, boah, jetzt gleich rein in der Karre und ab nach Hause. Wo sie schon auf der Matratze liegt und am Hin- und Herschubbeln ist, um sich heiß zu machen. Für ihn, also mich. Flossen schweißnass und ne Stimme im Kopf, die ruft, Herbert, gib Gas. Ja, mein Baby ruft mich durch, brauch dich dringend. Und wie sie formuliert, klingt es wirklich zwingend. Ja, sie ist einsam und
muss jetzt ich sie aus die Einsamkeit befreien. Ich bin schon rappendoll, ja, unser Dingel nennt sich Rentner-Love. Wir wollen davon immer mehr, von Rentner-Love. Auf WDR 4 läuft irgend so ein Lied da. Von Udo Jürgens macht dich nackt, Senorita. Ich bin wie am Lenkrad angeschweißt und denk drüber nach, wie mein Baby heißt. Ja, sie ist einsam und noch immer ganz allein. Drum muss jetzt ich sie aus die Einsamkeit befreien. Ich bin schon rein. Ja, unser Dingel nennt sich Rentner-Love. Wir wollen davon immer mehr, von Rentner-Love. Amore, l'amour. Love. Liebe. Popje, popje. Ja, ich bin jetzt da und mein Tank ist leer. Ich mein, geht's da vom Auto der. Auf WDR 4, da läuft schon wieder. Von Udo Jürgens mach dich nackt, Senorita. Jetzt fällt mir auch ihr Name ein. Guste Kniebel, ich bin daheim. Ich klingel und ruf. Mach mal zackig. Und sie macht auf und ist schon nackig. Yeah. Jetzt ist mein Baby wieder einsam und allein. Mit unserer Liebe sind wir beide jetzt in zwei. Wir sind schon rappenvoll. Ja, unser Ding nennt sich Rentner-Love. Wir wollen davon immer mehr. Von Rentner-Love. Prost. Apropos Prost. Hör mal, so ein herrliches Bild. Das ist noch herrlicher wie das herrlichste Wetter, Kinder. Dieses goldgelbe Gold. In einer von zartesten Kondensperlen überzogenen Tulpe. Diese sahnige Krone obendrauf, dieser fein hopfigste Hopfengeschmack. Boah, da gehe ich kaputt an so eine Vase. Ja. Ein Trainer. Knebel. Boah. Mann. Herrlich. Herrlich. Wenn ich noch einen Moment lang weiter deine Schwelgereien anhören muss, dann gehe ich eigenhändig zum Fuß nach Hause und zerreiß deinen Vertrag. Ja, dann zerreiß ihn mal. Da bin ich mal gespannt, wo du einen adäquaten Ersatz herkriegen willst. Einen, der genauso feinfühlig in der Umgangsform ist mit dir hochsensiblen Spielernaturen als wie ich. Paul, halt dich fest. Du kriegst hier vor Ort und Stelle. Christo, von den Erwin und von mir. Für Lau und für Nüsse. Also praktisch für umsonst. Ein ganz spezielles Spezialtraining, ne? Was sagst du? Da fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Hör mal, das ist praktisch die Eintrittskarte für den erlauchten Kreis von der deutschen Elf. Ja, und los geht es mit Konditionstraining. Denn merke, komm. Die Kondition ist das A und O für jeden Spieler. Ja, deswegen machen wir jetzt Lauftraining und nochmal Lauftraining.
Bis ich sag, stopp. Trainer, können wir das die nächste Woche machen? Also ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Paul, alles eine Frage von der Motivation. Erwin? Hier, Paul. Guck dir das an. Das Gerät. Da teilen wir uns gleich, wenn du fertig bist. Ne? Ich sag, einen Motivationsschub und los. Ah. Schön machst du das, Paul. Herrlich. Ja, sieht gut aus. Ah, ist eine herrliche Laufarbeit. Ja. Stopp. Ja. Komm, wollen wir nicht mal direkt bis in den roten Bereich reingehen, nicht? Das bringt ja nichts, dass der Körper direkt seinen Tribut zollt. So, komm, erstmal kleine Erfrischungspause. Ah, das ist doch von alle Geräusche, das Geräusch auf der Welt, was mir immer wieder sagt. Nimm ich jetzt, bevor ich warm werde. Richtig. Wohlsein. Wo glaubst du, bei meiner Frau und mir ist im Moment Funkstille. Ja, wir verkehren nicht mehr miteinander, ne? Ja, aber auf verbale Art, ne? Ich sag sie, da ist richtig Knies in der Hütte. Ja, ich hab heute Nacht auch woanders geschlafen. Bei uns im Badezimmer in der Wanne, ne? Ha, mal gut, dass wir nicht nur eine Dusche haben. Ja, aber da hätte ich kein Auge zugetan, wa? Weil mit aufrecht schlafen habe ich jetzt nicht so, ne? Ja, ich meine, ich bin doch kein Flamingo, ne? Guck mal, in der Wanne, das war ganz kuschelig, ne? Immer wenn mir in der Nacht kalt wurde, habe ich so heißes Wasser nachlaufen lassen. Ja, hoffentlich kriege ich meinen Schlammanzug bis heute Abend wieder trocken. Naja, vielleicht vertragen wir uns ja auch wieder, ne? Dann bräuchte ich den Schlammanzug ja nicht. Obwohl, die Zeichen stehen nicht gut für auf Versöhnung. Bei dem Theater, was wir gestern Abend hatten, das fing ganz harmlos an. Ich saß vorm Fernseher und guckte, wie immer eigentlich, Fußball. Ne? Ja, zum Glück kommt ja auch immer Fußball. Ja, Pokalspiel war. Jetzt liefen die beiden Kontrahenten im Stadion ein und meine Frau lief im Wohnzimmer ein und setzte sich zu mich. Hör mal, ich war vielleicht von der Socke, weil normalerweise kannst du die mit Fußball jagen. Ich denke, oh, welch wunderbare Wandlung bei sie im Gehirn. Ne? Aber Arschlecken, da schnappt die sich die Fernbedienung und drückt auf Jauch. Ja, wer wird Millionär? Ich denke, die hat sich bestimmt verdrückt. Ne? Ja, die wollt wahrscheinlich nur lauter machen. Ja, ich meine, Leute, ich bitte euch, ne, wer guckt den anderen freiwillig beim Reichwerden zu? Ne? Ich schnapp mir die Fernbedienung, drück zurück auf Pokal und erkläre ihr noch, Guste, hier ist laut, wo Volume steht und mach direkt einen ganzen Tacken lauter. Ich weiß, sagt sie da, schon mit so einem schnippischen Unterton, reißt mir die Fernbedienung aus der Hand, drückt wieder den Jauch und macht noch lauter. Ich denke, sag mal, will die mich provozieren? Ja, ich frage sie aber sicherheitshalber noch mal. Ich sag, Gusse, willst du mich provozieren? Da sagte sie, sie hätte heute einfach keine Lust, Fußball zu gucken. Ständig wird hier nur Fußball laufen. Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga. Montag Spitzenspiel, zweite Liga. Qualifikationsspiele, Freundschaftsspiele, Testspiele. Jetzt stünden demnächst auch noch die Relegationsspiele an und Nacht noch das WM-Klassiker. Deutschland, Italien, Halbfinale 1970 im Aztekenstadion. 4:3 für Italien in der Verlängerung. Sie könnten nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Ja, hör mal, also, da war ich. Ja. Also, Leute. Da war ich baff, ne? Ja, dass sie sich so gut auskannte in meine Welt. Ne? Ja, da sagte sie, jetzt wäre mal Schluss, sie wollte mal wissen, wer Millionär wird. Ich sag, mein Gott, Guste, bei der Sendung wird doch schon lange keiner mehr Millionär. Der Einzige, der da richtig reich wird, ist der Joch. Da meinte sie, sie wollte aber mal was Interessantes gucken, wo es um Wissen geht. Ich sag, Guste, wenn du was wissen willst, frag mich, ne? Ja, ja. Und greif so nach Fernbedienung, um nach einem Pokal zurückzukehren. Ich meine, die Jungs warten ja nicht ewig mit dem Tore schießen, ey. Ja, da hielt sie die mit beiden Händen fest. Hör mal, da gab es ein richtiges Gerangel um das Gerät, wo im Verlaufe von der Rangelei die Bedienung hinfiel und kaputt war. Tja, da wir beide nicht wussten, wie man den Fernseher manuell bedient, saßen wir auf RTL fest. Aber bei einer Mörderlautstärke. So, dass man das eigentlich gar nicht gucken konnte. Ja, da war die so beleidigt, dass sie nach dem Bett abgedackelt ist. Ja, da musste ich wohl oder übel den Millionär allein zu Ende gucken.
Ja, mit so Schallschutzkopfhörer auf war das aushaltbar, ne? Aber der Hammer war, ich habe alle Fragen gewusst. Ja, ja, auf jeden Fall, dann wollte ich auch irgendwann im Bett. Da lag mein Schlafanzug vor der Tür und die Tür war verrammelt. Ja, und da habe ich mich aus Rache extra in eine Wanne gelegt. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Abend sich heute entwickelt. Da ist ja DFB-Pokal zweiter Teil, ne? Ja, ach du Scheiße, immer die Fernbedienung. Muss ich ja noch reparieren lassen. Ja, vielleicht bringe ich ihr bei der Gelegenheit ein paar Blümchen mit und Pralinen, wo drauf steht, verzeih mir. You're everything I hope for. You're everything I need. Ja, mit so einem Scheiß kannst du die Weiber ja immer für ein paar Tage ruhig stellen, ne? Sag mal. Ich weiß ja noch, was das für eine Herausforderung an uns Blagen war, wie die ersten Hochhäuser gebaut wurden. Weißt du? 200 Mietsparteien dazu zu kriegen, gleichzeitig den Türöffner zu betätigen. Ja, da sind wir abends auf der Baustelle, haben uns im Schutz der Dunkelheit so ein Schalbrett geklaut, im Keller heimlich in Eimer mit Speis angerührt, schön fachmännisch mit dem Maurerkeller aufgetragen, glatt gezogen und dann Plan drauf auf die Klingelapparatur. Ja, Leute, da kam aber Bewegung in die Siedlung, ne? Wir auf der Flucht und 200 Mietsparteien auf der Verfolgungsjacht. Ja, irgendwann wurden wir sogar alle steckbrieflich gesucht. Und auf mich war sogar ein Kopfgeld ausgesetzt. 5 Salinos und eine Leckmuschel. Ja. Da habe ich mich dann irgendwann selber angezeigt, ne? Ja, hör mal, 5 Salinos und eine Leckmuschel. Das war ein halbes Vermögen in der damaligen Zeit. Da konntest du ganze Nachmittage mitgestalten. Ja, anschließend 2 Wochen Gefängnis, ne? Also Stubenarrest. Ach, hör mal, das waren wunderbare Zeiten. Wenn ich nur dran denken muss, da wird mir heute noch ganz warm um das Herz. Mein Gott, was hatten wir für eine abenteuerliche Kindheit, ne? Da waren wir mit unseren Eltern, waren wir bis Italien. Ja, hier Rimini, Cesanatico, die Ecke, ne? Oh, Herbert, wie teuer war das denn? Oh, Trainer, das weiß ich doch nicht. Da war ich doch noch Kind, da habe ich mich doch noch gar nicht für Geld interessiert, ne? Auf jeden Fall, da war die Himmelfahrt, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Ja, erzähl doch mal, Herbert. Ja, mein Vater, der hatte früher hatte der so einen alten DKW. Ey. Hat keinen Volkswagen. Nee, da konnten wir uns damals noch nicht leisten. Auf jeden Fall, die Karre, hör mal, die hat nach Benzin gestunken wie der Golf von Mexiko, doch. Oh, Herbert, hör mal, einen Golf hatte ich auch mal. Ja, schön. Nee? Ja, mein Vater, der hatte immer einen Reservekanister mit. Der war im Fußraum von der Rückbank. Und auf der Rückbank saßen die Brüder und ich. Und vorne die Eltern und der Hund. Hör mal, und die haben geraucht wie die Schlote, doch. Boah, Herbert, der Hund auch. Ja, sicher. Nein. Trainer, oh. Da war so ein Raucherdackel, war das. Weißt du? Der hat immer Colli 62 geraucht, ne? 62 Stück. Da kam ja irgendwann zu dem ganzen Nikotin- und Benzingestank. Kamen noch die Körperausdünstungen mit dazu. Ach, nee. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Früher hatte man doch alles aus Neiltest. Da lief dir ständig die Suppe bis in die Kimme rein. Ja, aber ernst, das Schlimme waren von meinen Brüdern die Schweißmauken. Ja? Die waren doch schon alle in der Entwicklung. Was? Schon Haare am Sack? Ja, sicher. Da wurden irgendwann die hartgekochten Eier ausgepackt und gepellt. Und dann mischte sich unter das ganze Benzin, Nikotin und Schweißkonglomerat mischte sich der Eiermief noch mit darunter. Und mit die hochexplosive Mischung sind wir Richtung Alpen gefahren. Als wir Kinder vor Innsbruck kurz das Schild Brenner gelesen haben, da haben wir Todesängste ausgestanden, dass uns die Karre um Ohren fliegt. Hey, werdet ihr mal geflogen? Ja, sind wir ja auch fast in der Luft. Und ich weiß ja noch, wie wir dann da in Cesanatico auf den Campingplatz eintrudelten. Da haben wir mit den letzten Atemröchler von unseren Ödem die Türen von den DKW aufgestoßen, um einmal durchzulüften. Aber da ist ein Interkon direkt
der Kitt aus der Brille geflogen. Ja. So. Mal, ich vermute mal, da wart ihr direkt bekannt wie ein bunter Hund in Italien. Ne? Ja. Naja, und dann sind wir dann da zum Mittelmeer und rein in die blauen Fluten. Oh, war das eine Wohltat. Ja, für die Fische geht's nicht so. Die stinken doch selber, so Fische. Naja, auf jeden Fall schwammen wir da in diesem blauen Adriatischen Meer. So blau, wie nur die Adria sein kann. Über uns der azurofarbene blaue Himmel so unendlich blau, wie nur Azuro sein kann. Neben uns der blaue Vater, so blau wie der Enzian. Herbert, ja. Italien ist schon ein wunderschönes Urlaubsland. Ja, sicher. Ne? Aber weißt du was? An für sich, da muss man doch gar nicht immer wegfahren. Ja. Zu Hause Urlaub machen, das ist nämlich auch ganz schön. Ja, so. Ernst. Und ich sag mir mittlerweile nach all den ganzen Jahren, man schläft auch besser. Ja. Ne? Meist bekommt einen dein Essen auch besser. Ja. 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 Wisst ihr, was das Beste ist? Ja. Man ist gar nicht so weit weg. Ja, ja. Ja. Herbert, und die ist doch gar nicht so teuer. Oh, ne? Trina, ja. Immer mit deinem scheiß Geld. Ne? Guck mal, wenn einen dann mal wirklich das Fernweh packt, mein Gott, da muss man doch nicht direkt in das erstbeste Reisebüro reinlatschen. Ich gehe bei uns in Essen, gehe ich immer zum Hauptbahnhof und dann gucke ich, wo so der ein oder andere Zug hingeht. Und dann stelle ich mich da am Gleis und lasse einen fahren. Also, ein Zug, der gibt dann auch manchmal das Gefühl, die Illusion von Urlaub. Manche, die schwärmen von anderen Städten, was da zu sehen ist. Paris hat den Louvre, Venedig die Grachten, Athen den Akropolis. Das ist ein schönes Haus. Aber das juckt mich nicht. Solange ich ihn sehen kann, den Bahnhof von Essen, bin ich im Paradies. Jeden Tag mach ich um ihn rum meine Runde. Und er zieht mich in den Bahnhof rein. Er zieht in den Bahnhof rein. Er zieht in den Bahnhof rein. Im Raucherhäuschen rauchen die Raucher sich ihre Flossen braun. Vom Gleis gegenüber wollen sich zwei Rot-Weiß-Fans ein in der Schnauze hauen. Und der Wind weht dazu. Müll übern Bahnsteig, ich trete in ein Köttel. Das ist Romantik pur. Schalala. Jeden Tag guck ich, was die Züge so machen. Ist im Hauptbahnhof, hier krieg ich Fernweh nach andere Städte hin. Ich fahr nach Aminkeln und freu mich dann riesig, wenn ich wieder in Essen bin. Denn nur hier gibt es ihn. Den Bahnhof von Essen werd ich nie vergessen, selbst wenn ich gestorben bin. Schalala. Wenn ich tot bin, sitz ich als Geist auf der Gleise. Schalala. Und die Züge fahren dann in mich rein. Dann lass mal lieber sein. Dann lass mal lieber sein. Essen Hauptbahnhof, hier krieg ich Fernweh nach andere Städte hin. Ich fahr nach Oberhausen und freu mich dann riesig, wenn ich wieder in Essen bin. Ich fahr bis Castrop-Rauxel und freu mich dann riesig, wenn ich wieder in Essen bin. Ich fahr bis Herne-Horsthausen und freu mich dann riesig, wenn ich wieder in Essen bin. Zum Beispiel, ich fahr bis Bochum und dann steig ich da auf und sah auf Tal vom Ort zur Arbeit ganz grau. Komm mal Bochum, hey, Bochum. So
Leute. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Und wenn ich sage, der absolute Hammer, dann meine ich der absolute Hammer. Leute, seid bereit für den King. Was ist das denn? Ja, das ist der Hammer, der Fummel, ne? Ja, die Tage war bei uns Altkleidersammlung und da bin ich auf ihm gestoßen. Mein ehemaliger Konfirmationsanzug. Ach, immer, da sind Erinnerungen mit verbunden. Ich weiß ja noch, damals als blutjunger Konfirmateur, wie ich mit dem Anzug Einzug in die Kathedrale gehalten habe. Hör mal, da ist der im Presbyter direkt die Oblate durch die Mandeln geschossen. Ne? Da ist der Pfarrer Kopf über in das Weihwasserbecken geschlagen. Ich sag, was ist los, Kardinal? Wollt ihr Seepferdchen machen? Ich hab sie geschockt von der Inquisition. So, ich bin dann nach der Konfirmierung mich direkt nahtlos übergeglitten ins Berufsleben von Konfirmateur zu Monteur. Den Anzug habe ich dir einfach halber angelassen. Ja, ich war sehr viel unterwegs gewesen damals, Ende der 50er Jahre, ich werde es nie vergessen, in Heidelberg. Ich ging da abends so durch die Altstadt, auf einmal kommt so ein Typ auf mich zu, ich denke, Moment, den kennst du doch. Ich gehe so auf ihm zu und sag, Entschuldigung, aber Sie sehen aus wie Elvis Presley. Dann sagte er, Alter, jetzt kommt der Hammer, ich bin Elvis Presley. Also, alles in Englisch, ne, aber ich habe das schon mal direkt für euch übersetzt, ne? Und der Elvis war sofort rattenscharf auf den Anzug. Konntest du richtig sehen, wie sich sein Blick, habe ich aus Versehen jetzt gedacht, ne? Wie sich sein Blick auf ihm so fokussierte, ne? Und er sagte so in seiner lockere amerikanische Art, hey, Herbert, you crazy gay. Nee, guy hat er gesagt, guy. You crazy guy, ne? Er sagte, where do you get this? This incredible, amazing, unbelievable fucking material. Ich sag, mein Gott, Elvis, jetzt komm mal runter, ne? Also ich würde den Fummel auch mal leiden. Wenn du da zurück bist auf dein Anwesen in Memphis, Tennessee, bei deiner Piscilla, ne? Ihr habt da in Nashville bestimmt auch irgendwo so eine chemische Erinnerungsschneiderei. Kannst du dir das Kostüm von so einem Griechen für eine kleine Mark nachbauen lassen, ne? Hör mal, ich ihm den Anzug mitgegeben und sagte noch so, weißt du, sagte ich noch so, aber Elvis, denk dran, Wiedersehen macht Freude. Backlooking make happy, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Elvis mit dem Anzug los. Hör mal, was war? Jahrelang nichts mehr gehört von unserem feinen Herrn Presley. Ich denk, was für ein blasiertes Arschloch, ne? Weil sie immer hier hoppapaluba und dann die Klamotten einsacken. Naja, auf jeden Fall, ich hatte schon an den Anzug gar nicht mehr gedacht. Ich hatte den schon abgeschrieben. Und irgendwann in den 70er Jahren ruft meine Frau ganz erregt bei uns aus dem Fernsehzimmer, Herbert, komm mal schnell gucken, komm mal ganz schnell gucken, komm. Ich sag, was ist, Guste, guck schon wieder Daktari? Ja, der hat damals immer gerne geguckt, wegen den Affen, ne? Wegen den Chita, weil der so behaart war. Oh, das hat die ganz rattig gemacht, ne? Da saß sie immer mit der Banane vom Fernseher, ne? Ich denk, komm, lass, solange sie von der Straße ist, ne? Auf jeden Fall, ich komm da in unseren Fernsehraum. Was ist? Guck mal, da war da gar nicht der Elvis, der Chita. Der Elvis war da, in meinem Anzug, ne? Er hatte da auf seine letzten Tage, hat er in meinem Anzug in Las Vegas noch Karriere gemacht. Ja, er hatten wir dann nach seinem Tod wieder zurückgeschickt. Wir konnten ja nicht gebrauchen als Leiche, ne? Ja, aber das mit dem Tod
von dem Elvis dann war schon. Wir waren doch alle eisenharte Fans von dem. Wir sahen doch selber so aus wie der. Spitze Schuhe, Schmalzdolle, immer schön die Perle im Arm, die Guste mit ihren Petticoat und den Hula-Hop-Reifen. Ja, damals passte der ja noch auf die drauf, ne? Und sein König von der Zeit war Elvis, the Pelvis. Irgendwann sind uns ja noch die ganzen Haare ausgefallen, immer von den scheiß Brisk. Und irgendwann habe ich mir die Kappe zugelegt. Wer weiß, wie da heute drunter aussieht, ne? Ja, Zeit macht nur vor dem Teufel Halt. Das musste auch der Elvis erfahren. We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Nicht schlecht, ne? When you don't believe a word I say. We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams with suspicious minds. So if I'm all from a low, should be duty, drops by to say hello. Or would I still see suspicious in your eyes? Here we go again, asking where I've been. Mm-hmm. You can see those tears are real, I'm crying. Oh, we can go on together with suspicious minds. One suspicious minds. All in our love. Ah! Aua! Ah. Hat mal einer Salbe? Oder ein Zipfchen? Ah, I hurt myself. Ah, diese Schmerz. War für den Elvis aber auch kein Zuckerschlecken. Jeden Abend volle Suppe auf den Knie drauf. Ja. Honey, I never lied to you. Yeah, yeah. We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Look at me, look at my body. We caught in a trap. I can't walk on, honey. Because I love you too much, baby. Only one more time. One more time for the band. We caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Ain't nothing but a hound dog. Love me tender when the snow flies. Dancing boys. Und die dabei dann von den Elvis, ne? Ja. One, two.